Sobald euch... Hört auf mit dem Jittern. Natürlich spannt man alles an und die Sehnen könnten irgendwelche Entzündungen oder... Lol, das hat er gut gemacht. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Ja, heute geht es nochmal um das im letzten Video aufgegriffene Thema Jitterklicken. Mir wurde öfter mal in die Kommentare geschrieben, dass Jitterklicken ihnen eine Verletzung eingefahren hat und so weiter und so fort und haben anhand des Beispiels X-Blackjack mir erläutert, dass sowas doch Verletzungen hervorführen konnte. Deswegen habe ich mich mal dran gesetzt, ein bisschen recherchiert und Folgendes herausgefunden. Man kann sich durch das Jittern verletzen, aber nicht, wenn man es so macht wie wir. Denn wenn man lange jittert, das bedeutet in Swoop-Fights oder in Pot-Fights oder in vielleicht auch URC-Fights, dann ist es eher wahrscheinlicher, dass man sich eine Verletzung durchs Swoopen holt, durchs Jittern holt, als wenn man das irgendwie wie wir zum Bauen oder einmal kurz Fighten macht. Denn auf Langzeit, wenn man eine oder zwei Minuten am Stück jittert, dann sollte man sich auch nicht wundern, dass da irgendwelche Schäden kommen oder hervorgerufen werden. Denn anders als beim Mouse-Abusen oder Butterfly-Klicken ist das Jitterklicken etwas gefährlicher, wenn es dazu kommt, dass man sich länger am Stück konzentriert, einfach auf das Jitterklicken konzentriert. Denn natürlich spannt man alles an und die Sehnen könnten irgendwelche Entzündungen oder sonstiges erfahren. Das habe ich auch nicht ausgeschlossen im letzten Video. Es ist eigentlich aber trotzdem ein Mythos, dass man sich da instant verletzt. Man sollte einfach nur nicht übertreiben und wie... X-Blackjack, wie es bei ihm passiert ist. Ich nehme ihn jetzt mal als Paradebeispiel, weil es eigentlich relativ bekannt ist, was ihm passiert ist. Einfach nicht viele Minuten am Stück jittern halt. Er hat es, glaube ich, drei, vier Minuten am Stück gemacht und Jungs, das ist so lange, also so lange habe ich noch nie gejittert. Bestimmt mal irgendwann, aber eigentlich noch nie wirklich, weil, ja, ich weiß, es hat wieder viel Sinn gemacht. Denn so lange baue ich jetzt auch nicht und so lange fight ich auch nicht. Ich war früher ein bisschen am Supen, aber da habe ich drauf geschissen, Leute. Man sollte einfach nicht übertreiben. Ich habe mich noch nie verletzt mit den Jitchern, aber dazu kann nochmal ein anderes Video kommen. Ja, ich hatte da so eine kleine Erfahrung gemacht, die werde ich euch mal demnächst erzählen. Ja, das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr so eine Story mal hören wollt. Auf jeden Fall hatte eine sich in die Mitte gebaut, da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal den Strich durch die Rechnung ziehen. Und nochmal danke für die 12.000 Abonnenten, wenn ihr das Video sehen solltet, habe ich fast die 12.000 Abonnenten, macht ihr mal voll. Ja, ist echt krasser Support, den ihr mir bietet und der hat einen Bogen, das ist auch geil. Wir müssen uns jetzt nochmal ein bisschen konzentrieren, vielleicht auch annicken gleich, wenn ich Zeit haben sollte. So, es deckt sich da. Lol, ich hab gebuggt. Geil. So, da haben wir ihn auch und wir sind aber selber runtergefallen. Ziemlich nice. Also Leute, wenn ihr seht oder hört, dass ein Freund von euch oder ein Bekannter oder generell jemand im Internet, ein YouTuber, whatever, sich eine Jitterverletzung zugezogen hat, dann liegt das nicht daran, dass er mal kurz gejittert hat, wie wir es dann im BW machen würden, sondern Jungs, er hat sich einfach lediglich ein bisschen länger aufs Jittern konzentriert, sich ein paar Minuten am Stück seine Hand angespannt und damit halt gejittert. Leute, das ist halt was Normales, das ist was Menschliches. Da verstehe ich auch, wenn man sich da eine Verletzung zuzieht, das ist aber dann auch auf eigene Verantwortung, Leute, und so dumm sollte man nicht sein. Sorry, wenn ich jetzt jemanden hier von euch beleidige, aber das ist halt etwas, da sollte man schon wissen, dass das nicht gut für die Hand ist und sich da nicht wundern, wenn man sich da Verletzungen irgendwie zuzieht. Das wollte ich euch nur nochmal auf dem Weg mitgeben, denn ja, ich mache mir da ein bisschen Sorgen, wenn ich euch da erzähle. Man kann sich nicht verletzen und ohne ja wirklich diesen Fall von X-Blackjack zum Beispiel aufzugreifen, Leute. Und jetzt wisst ihr auch hoffentlich alle Bescheid. Teilt dieses Video mit Freunden, die auch jittern. Hoffentlich kriegst du mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als meine anderen Jitter-Videos, denn das ist wirklich auch eine Warnung. Ich jitter hier zwar auch und das ist vollkommen okay, wenn man das bis zu einer Minute am Stück macht oder so, aber nicht, wenn man das halt so krass lange am Stück macht, wie die Leute in der PvP-Szene das teilweise auch machen. Denn Leute, das ist echt auch wirklich nicht gut für die Hand, das weiß man und der schwitzt mir ein bisschen zu sehr. Ist mir egal, wenn wir jetzt verlieren. Sehen wir uns auf jeden Fall in der zweiten Runde. Leute, nochmal Grüße an Road to the 10 aka Mr. Gnump, der war eben genickt wegen seiner All-Time-Top-10-Nickrechte. Der ist auch oben rechts in der Infokarte verlinkt. Ich habe ein bisschen, ja, ihnen was versprochen, was ich nicht eingehalten hatte. Vielleicht kommt mal demnächst was mit ihm. Das, nochmal sorry an dich. Das war ein bisschen rücksichtslos. Ja, aber das ist jetzt auch nichts Böses. Das war einfach was Privates. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Auf jeden Fall, Leute, möchte ich mit diesem Video auch so einen Aufruf starten. Jittert, 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 jittert. Nur übertreibt es nicht oder jittert nicht minutenlang am Stück. Denn wenn man es so wie ich macht, ja, wenn ihr so ungefähr die Längen abzählt, wie ich es mache, ja, mir ist noch nie was passiert. Meine Hand, meine rechte ist genauso wie meine linke. Da ist nichts anders, Leute.
Und ja, wenn euch die Hand wehtut, sollte man direkt aufhören. Das ist auch mal so ein Tipp. Sobald euch die Hand wehtut, hört auf mit dem Jittern. Egal, ob ihr die Runde oder den Kampf verliert oder nicht, Leute. Da geht es hierbei auch um eure Gesundheit. Ja, das ist einfach auch wichtiger, dass man da aufhört, wenn es einem wehtut. Denn, Leute, egal was man macht, wenn es einem wehtut, ist es nicht gut für einen. Außer es ist vielleicht irgendwie Muskeltraining oder so, aber das ist was ganz anderes. Und, oh, Alter, bin ich schlecht. Das sollte man auf jeden Fall auch Grenzen wissen, Leute. Aber dennoch ist Jittern wirklich eine Klickart, die ja, mir sehr, sehr gut gefällt und mir ist eh noch nie was passiert. Also nehmt mich als Beispiel. Sobald mir was passieren sollte, informiere ich euch natürlich. Ich jitter jetzt ein bisschen mehr in letzter Zeit, weil mir das wirklich am Herzen liegt, dass ich das wieder so ein bisschen reinbekomme. Ich habe ja eine Zeit lang auch BW sehr hart geschwitzt, was ich jetzt nicht mehr mache. Ich spiele jetzt auch privat viel Fortnite, was auch den Grund hat, dass ja, für Aufnahmen sich BW gut bietet. Aber momentan privat Bed Wars nicht so viel Spaß macht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Heißt aber nicht, Leute, dass keine Bed Wars Videos kommen. Mir macht das nur momentan viel Spaß, Fortnite zu spielen. Und ich kann auch ein Video über den Fortnite-Hype machen. Da haben sich auch viele gewünscht, dass ich da mal meine Meinung so abgebe. So, gleich sind wir auch beim Gegner. Da können wir uns jetzt nochmal auf den Endfight... Ah, es leben noch zwei, okay. Ja gut, dann auf einen Prä-Endfight vorbereiten. Und da nochmal, sorry, ich habe mich da ein bisschen komisch gestackt. So. Lol, das hat er gut gemacht. Aber ich habe es besser gemacht. Und, ist er tot? Nee, er ist nicht tot. Doch, er ist tot. Okay, nice. So, dann rennen wir jetzt noch weiter. Und es war sogar der letzte, Leute. Okay, damit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst natürlich ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, nehmt meinen Tipp bitte zu Herzen und ciao.